Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Off-Race Zeug. Ja, wir spielen heute einen Hydralisten. Nur einen Hydralisten. Nur einen. Das wäre, glaube ich, ich glaube, dass man gewinnen könnte, wenn man auf einer Map, die kurze Wege zum Gegner hat, einen Hydralisten hat und dann gegen, keine Ahnung, Protoss oder so kämpft. Wobei, wird schwer. Also, man kann zwar ein bisschen Micron, aber man darf nicht vergessen, die Probes sind schneller. Zumindest sind sie genauso schnell, aber ich meine, die sind schneller und wenn die einen Surround haben, dann kommt es darauf an, wie schnell die Hydra genug der Probes platt machen könnte. Man könnte das mal nachstellen, ja? Macht das mal einer von euch. Aber ich glaube, dass doch die Probes gewinnen würden, weil die machen zwar massive Verluste, aber es geht immerhin nur darum, eine scheiß Hydra zu töten. Bis sie da ist, hat man auf jeden Fall 7 Worker. Was rede ich da? Es ist doch hart, das ist Swarm. Man hat 12 Worker. Man hat 12 und nicht 6 Worker. Wie soll da eine fucking Hydra gegen gewinnen? Holy shit, was für eine sinnlose Diskussion. Aber wir sind uns einig, in Wings of Liberty wäre das eventuell noch interessant. Die guten alten fliegenden Flobblewobber. Ja, Overlords, wie habe ich euch vermisst? Mit euren gigantischen Boxhandschuhen, eurem hängengelassenen Kopf. Ihr seht so schön traurig aus, aber naja, was soll's. So, hier können wir mal einen Overlord hinschicken. Und ja, normalerweise baue ich Overlord Drone, aber ich habe jetzt Drone Overlord gebaut, was in meinen Augen nicht die beste Variante ist. Aber naja, ich glaube, so viel tut sich da im Early Game nichts, deswegen scheiß drauf. So, merkt euch, bei 200 Mineralien circa zur Expansion gehen, das war schon immer so, das wird hoffentlich immer so sein. Und dann seid ihr safe. Wir gehen Exe First, obwohl ein Reaper auf der Map Cancer ist, aber eine gute Eco ist halt mehr Cancer als ein abgewehrter Reaper. So, dann könnt ihr noch eine Drone bauen. Du fliegst immer noch. Boah, die Dinger sind genauso langsam, wie ich es in Erinnerung habe. Ich bin nicht enttäuscht. So, ich würde jetzt sagen, wir versperren hier den Reaper ein bisschen im Weg, aber der hat halt nach hinten sehr viel Platz, wenn da einer kommt. So, Gas ist unterwegs. Das ist immer schön. Oh, nett. Wer hat das denn hier hingemalt? Vor allem, wenn man sich mal diese Station ansieht. Wofür soll die gut sein? Holy shit. Das war ja schon immer so. Die StarCraft Maps, die sind so. Ja, manche Sachen, das könnten halt Planetenoberflächen sein, aber das hier ist ja mehr so ein stadtmäßiges Theme. Und da frage ich mich, wofür brauchen die den Scheiß? Ich klinge wie eine meiner Klassenkameraden, Alter. Das Video darf den nie sehen. Naja. Wir gucken mal, dass wir auch hier einen Overlord hinkriegen. Und wenn der Protoss, der Terraner, ich meine, es war ein Terraner, ein Diamond, gut ist, dann findet er auch diesen Overlord. Aber wir hoffen mal, dass er nicht gut ist, weil ich will nicht, dass er den findet. Naja. Wollen wir mal Queens bauen? Queens! So, dann ist die Frage, worauf gehen wir denn? Ah, da kommt ein Reaper. Naja, dann gehen wir mal auf den Ballinge. Ballinge können nicht schaden. Speed kann nicht schaden. Wenn der jetzt ankommt, sieht er wahrscheinlich die erste Drone. Ich mache mich schon mal bereit, die irgendwie zu retten. Ah, nee. Ja, wir gehen mal mit der Queen ebenfalls in den Einsatz. So. Auf Wiedersehen. Nein, du Hurensohn! Scheiße. Ja, zu früh gefreut, würde ich sagen. Du kannst mal da drauf wichsen. Und du kannst mal hier einen Tumor machen. Mehr Einheiten bringt uns jetzt nicht so viel, dass wir auf Injection gehen. Uns ist die Abwehr erstmal lieber. Auf jeden Fall sollte uns die Abwehr lieber sein, wenn man das falsche Gebäude baut. Wir gehen auf Roaches. Ein paar Roaches sind immer gut. Es sind tatsächlich eine ziemlich stabile Early-Game-Choice. So, jetzt können wir immer noch da drauf fixen und sind Supply-Blocked. Eben noch schön gesagt, wir sind wenigstens nicht Supply-Blocked. Ja, dumm gelaufen. Da sind wir wieder. Alles beim Alten. So, ich sehe gerade, meine Queens haben kein Hotkey. Das ist nicht so cool, aber kriegt man schon hin. So, dann können wir unser Hauptgebäude mal aufrüsten. Können uns mal ein paar Upgrade-Gebäude holen. Können hier mal ein bisschen Gas investieren. Und da ist unser Overlord. Und wir können mal gucken, was der Gegner so macht. Ja, hier wird wahrscheinlich irgendwo der fucking Reaper sein. Oder ist zurück nach Hause gelaufen? Tatsächlich ist er hier.
Na, komm, 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 komm. Hallo, Reaper. So, komm her nur. Doofe Idee gewesen. Na gut, dann füllen wir das Gas mal auf, holen uns mal Panzerungs-Upgrades, holen uns mal mehr Zeug, mehr Drones. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit mit dem Angriff rechnen müssen. Und sollten wir trotzdem immer, weil wir noch nicht gescoutet haben. Ich war gerade auf dem Weg, wurde aber mehr oder minder abgehalten. So, dann holen wir uns die Glia-Bindung, damit unsere Roaches schneller sind und sollten auch selber mal anfangen, Roaches zu bauen. Was ich ein bisschen verkackt habe, ist eine Echse zu bauen. Wir hätten schon längst die nächste Echse haben müssen, aber das macht der faule Spieler, wenn er merkt, er hat sein Echse-Timing verkackt. Er baut zwei Echsen. Das machen wir. Das klingt immer gut. So, wollen wir mal sehen. Oh. Du bist Diamond? Wirklich? Was versteckst du? Ah, okay. Ah, wir sind supply blocked. Aber wir können alles holen, was wir haben. Die Queens sollten relativ schnell da sein. Zumindest abgewehrt. Erstmal. Und ich sehe gerade, da kommt eine Widowmine und das können wir abbrechen. Wie gesagt, wir haben Sachen im Bau. Das ist jetzt echt nervig, aber kriegen wir hin. Ja, ja, mach du mal mit den Drohnen, ja. Problem ist, uns fehlt jetzt alles an Larvenproduktion, dadurch, dass wir das hier abwehren müssen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden können. Overlord Speed wäre echt eine coole Sache gewesen. Ne, sieht aber gut aus. Ist alles okay. So, wir müssen auf jeden Fall mehr Creep spreaden. Dann sollten wir gucken, dass wir dahin weitermachen. Mehr Units. Und ich glaube, wir können auf eine Hydra-Roach-Kombo gehen. Wir brauchen noch eine Evo-Chamber dafür. Können hier auf jeden Fall noch was bauen. So, und wir sollten die Overlords sinnig verteilen und nicht so Bullshit, wie wir gerade gemacht haben. Ja, das ist das Schöne an der Doppel-Echse jetzt. Wir haben ein Recovery-System. Okay, das ist scheiße. Da kommen wir durch, keine Sorge. Was wir auf jeden Fall machen müssen... Jetzt angreifen, weil er jede Menge Einheiten verloren hat. Des Weiteren ist hier irgendwo so eine Widowmine versteckt. Die können wir abschnappen. Okay, hier war mal eine Widowmine versteckt. Die ist jetzt wahrscheinlich irgendwo anders versteckt. Oder die Roaches haben sie bekommen. Okay. Ja, aber wir sind jetzt auf dem Angriffsmodus. Wir können jetzt mit dem Restsupply, das wir haben, ein paar Ravager bauen. Die Roaches kommen ja jetzt. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch mehr Roaches gebaut. Anscheinend doch nicht. Da habe ich mich selber gelackmeiert. Nee, ich hab Drones gebaut. Ist auch nicht so verkehrt. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall Ravager. Und bauen jetzt nochmal eine Ladung. Und jetzt werden wir zu Hause angegriffen. Das zackt. Das zackt hart. Ich meine, wir haben Ravager. Und wir müssen unsere Einheiten aufteilen, sehe ich gerade. Das kann knapp werden, sage ich euch. Wir bauen Hydras. Wir brauchen mehr von allem eigentlich. Ne, der ist uns hier out am Manövern gerade. So, greifen wir auf jeden Fall an. Sind wir uns einig. Der lebt ja immer noch. Ich habe meine Drones gerettet, okay. Dann weiß ich nicht, warum ich gerade so viele neue gebaut habe. Scheiße. So, wir müssen angreifen. Echt, der hat uns unter Kontrolle. Aber ich glaube, dass ein frontalen Angriff niemals abwehren könnte. Deswegen. Ich glaube, das ist aus, ja. Also, viel verschenkt in dem Match, definitiv, weil ich einfach nicht drauf war, mit Zerg überall zu verteidigen. Ich glaube, da wären Linge und Mutas jetzt super cool gewesen, aber hatte ich nicht in meiner Composition. So, die paar, die wir da haben, was soll's.
Naja gut, ich glaube, das war's. Ich habe zwar noch ein paar gute Hits geleistet, aber er hat hier noch eine Menge, deswegen ist das GG und an der Stelle sind wir raus. Schade. Ja, also das ist definitiv eine drop-intensive Map. Das geht gut über die Distance, wo ich nicht lang bewegen kann. Ich sag mal, auf einer anderen Map wäre es vielleicht anders gelaufen. Hier auf der zum Beispiel, da kann man ein bisschen besser die Aggression halten. Ich kenne die Maps alle nicht. Sind echt... Nein, sind nicht alles neue Maps. Belchia Ruin kenne ich. Cactus Valley kenne ich. Ich bin ja immer so einer, ich mag so Kack-Maps nicht, wo es halt so uneven ist durch R. Ich meine, wir hätten auch eher losgehen können. Ich meine, wir haben gesehen, er hatte vorne ein paar Einheiten nur. Ich glaube, wenn wir mit Lingen voll gegangen, reingegangen, wäre alles gut gelaufen. Also definitiv hätte ich eine andere Composition wählen müssen, weil ich bin zu spät auf die Ravager zum Angriff gegangen. T2 greifst du eigentlich nicht mehr mit Roach Ravager an, da willst du eigentlich Roach Hydra pushen. So, und deswegen hätte ich T1 schon losgehen müssen. Und ich glaube, generell auf der Map wäre halt, wie gesagt, der Ling-Muta-Tech besser gewesen. Allein wegen den Mutas, die Air-Distance, Harassing. Aber na gut. Waren auch viele andere Makel drin, wie Drones etc. Naja, was soll's. Wie gesagt, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.